So, servus Leute, und da bin ich wieder mit der nächsten Runde MechWarrior. Und ja, wie versprochen, noch einmal im Gargoyle, dieses Mal aber mit einem etwas range-lastigeren Loadout, der sich auch noch zumindest ein bisschen auf den Nahkampf wehren kann. Hitzetechnisch absolut in Ordnung. Natürlich nur, wenn man beide abdrückt, ist ein bisschen ungeschickt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Das sollte man tunlichst lassen, sonst passiert das. Also eher nicht machen und so. Ja, zwei Air Large, zwei Large Pulser. Ist halt so auf jeder Entfernung eigentlich was dabei. Ist ganz cool. Jetzt hat mich das tatsächlich schon ein bisschen interne Struktur gekostet. Ja, gut. Ja, warum nicht? Gehen wir mal schnell zur Front. Und schauen wir mal, ob wir da was ausrichten können. Ist halt, finde ich persönlich, für ein Assault immer noch eigentlich keine Bewaffnung. Na, sind wir mal ehrlich. Das ist, naja. Aber Geschmackssache. Ne? Ich habe ja einen ziemlich speziellen Mech-Geschmack eigentlich. Sagen die meisten. Hallo. Alter! Warum? Die stehen ja schon alle hier. Ich dachte, es wird hier gerade gekämpft um das Eck und. Oh, ich dachte gerade. Ah, nee. Der war zu schnell gefeuert. Also wie schon gesagt, hitzetechnisch geht's eigentlich. Ich habe halt echt noch reingepackt an Heatsinks, was möglich war. Also auf Deutsch nix. Ich glaube, ich habe noch einen Double Heatsink extra reingekriegt, zu denen, die schon drin sind. Weil halt da einfach die Tonnage nicht ausreicht. Ah, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen weg. Weg. Ja, weg. Danke. Okay, jetzt sind wir ja langsam, gehen wir langsam anscheinend in den Sturm über. Das ist gut. Dann gucke ich da auch mal hoch. Wahrscheinlich bereue ich es gleich wieder. Ah, nö. Geht sogar. Da kann man ein bisschen jagen. Ja. Na, komm schon. Lass mich durch. Na! Oh! Gottes Willen, ey. Ja, ich will nur hinter dich, Kollege. Na, versuchen wir mal, die Reichweite ein bisschen auszunutzen. Nicht die Reichweite, was rede ich denn? Die Geschwindigkeit. Oh, dieser Hitzeaufbau. Nein. Really? Ah, oh, so dumm war ich. Krass, ey, dass er immer noch so aufheizt, sogar auf der Map, ey. Boah. Ich kann ja nicht mal die beiden Large Pulser abfeuern, also ohne die ERs. Er hitzt sogar nur bei den beiden, das ist natürlich unschön. Da muss man noch ein bisschen gucken. Nice. Aber ich finde, man kann mit dem Loadout definitiv schon mehr anfangen, wie mit den 6 Large Pulsern. Also, definitiv. Muss ich. Schauen wir mal kurz. Ein Kill, 7 Assi. Ja, damit. Ja, also, das ist jetzt ein akzeptables Ergebnis. Auch für ein Assault. Das ist zwar eher noch im unteren Bereich, aber das ist echt in Ordnung. Das ist okay. Also das Loadout behalte ich mal. Das erste,
Gucken wir mal. Ich lasse mir noch mal was einfallen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo oder ein Like da. Ich wünsche euch was. Jericho, over and out.